Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Und im heutigen Video versuche ich nochmal Titan, obwohl wir schon einige Videos gemacht haben drüber, zu veranschaulichen, dass man es leichter versteht, warum das das sinnvollste Material ist. Ja? Mehr davon, wie immer, nach dem Intro. Danke, Tobias. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt in der Gliederung. Das hat mein Bub so gern, damit er sich noch auskennt. Na, halt die Pappel. Wenn wir von Titan reden, und alle reden von Titan, und wir haben wirklich schon viele Anfragen bekommen und da so Fragen bezüglich des Materials. Nochmal zur Wiederholung. Es gibt viele Titanlegierungen am Markt. Es gibt eine Legierung, die die brauchbarste ist, die auch gut erhältlich ist. Das ist das sogenannte Grad 5 Titan. Das ist eine Legierung zwischen einem Titan, Vanadium und Aluminium in einem bestimmten Verhältnis, wobei andere Sachen nicht oder nur ganz gering vorkommen sollten oder dürfen. Wie es nicht geht, da haben wir schon ein Video gemacht drüber, das verlinke ich euch da oben. Das ist über chinesische Produkte, die wirklich also Verunreinigungen drinnen haben oder Eisenanteile, wo nichts mehr stimmt, weder die Festigkeit noch die Dichte noch der E-Modul oder sonst irgendwas. Wir reden von einem Grad 5 Titan oder Grade 5. Das ist Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung. Im Vergleich zu einem rein Titan, also Grad 2, Grad 4 und so weiter, ist es so, dass die Grad 5 Legierung eben die dreifache Zugfestigkeit hat. Unglaublich hart ist, unglaublich belastbar ist. Ja? Und diese Kombination von der geringen Dichte, sprich das Gewicht, der Härte, dem E-Modul, das ist das, was das ausmacht, warum das so gut klingt. Wenn es immer noch Leute gibt, die der Meinung sind, naja, es gibt ja auch andere Materialien. Ja, ja gibt's, aber sie funktionieren halt nicht. Wenn ich halt Carbon nehme, dann ist es zwar irre leichtes Material, das hat nur ein Viertel vom Gewicht vom Titan. Aber ich kann es nicht so fein konstruieren. Glasfaserverstärkter Kunststoff, das oft bei Feinstimmern auch noch verwendet wird, gerade diese integrierten, klingt halt auch nicht. Ja? Kevlar-Henkelseiten klingt nicht. Ja? Nylon-Henkelseiten, da fehlen mir die Worte. Wie ist es bitte beim Carbonstachel? Da hat es ja eine Seitenfirma gegeben, die haben dann gedacht, ja, jetzt machen wir Seiten aus Edelstahl. Das war eine super Idee. Das klingt überhaupt nicht. Chromstahl-E-Seiten, die funktioniert schon. Gut, nicht so gut wie die Titan-Seiten. Aber aus Edelstahl das zu machen, das ist wirklich die Idee. Und wenn man sich im Hintergrund bei den Materialien auch die technischen Eigenschaften anschaut, also Carbon gibt es mit einem E-Modul. Das, was am wenigsten hat, ist, glaube ich, bei 200. Das ist schon bei Stahl ungefähr. Titan hat die Hälfte, aber das geht sogar bis auf für 600. Und das ist dann richtiger Schmoren. Ja? Also Wolfram zum Beispiel hat 400. Das ist ein Material, das einfach ganz schlecht in Schwingung zu versetzen ist und auch nicht schwingt. Deswegen verwendet man zum Beispiel Wolfram auch für Innendrehwerkzeuge bei der Metallzerspannung, weil es nicht vibrieren anfängt. Aus Titan könnte man das nicht machen. So einfach ist es erklärt. Aber offensichtlich gibt es immer noch Leute, die hartnäckig daran glauben, dass mit nur esoterischem Einfluss, dass das schon noch irgendwie auch wird. Ist Carbon echt esoterisch? Es ist esoterisch. Ja, genau. Ja, wenn man einen hat wie ein Stirnglander, dann geht das. Dann passt das auch. Ja. jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Da geht es einmal darum, dass man versteht, warum der E-Modul in der Kombination mit einer gewissen Härte oder einer Zugfestigkeit, die halt bei einem Grad 5 dreimal so hoch ist wie bei einem Grad 2, das ist das, was es wirklich ausmacht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stimmgabel ausschlage, ja, dann sieht man mal, wie lange das dauert, bis die wirklich aufhört schwingen. Weil genau das Material lässt sich natürlich sehr leicht in Schwingung versetzen, was bei Instrumenten dann mit der Anspruch zu tun hat. Und das Sustain, wie lange was schwingt und klingt, ist natürlich auch viel größer. Das ist einmal einfach zu verstehen.
ich nehme jetzt also eine Titanwelle, ja, und klopfe einmal zu, wie, ja. Dann spürt man die Vibrationen in der Hand wahnsinnig stark, weil es hochfest ist. Das ist ein guter Ton. Also, in Wirklichkeit ist es so, klar, wenn ich verschiedene Dimensionen habe, dann klingt das natürlich auch unterschiedlich. Aber was sehr spürbar und hörbar ist, ist das, dass das Material hochfest ist und dass es sehr leicht in Schwingung zu versetzen ist. Wenn die Leute jetzt so zum Beispiel so Produkte machen aus Titan und nicht genauer definieren, welches Titan das ist, dann hat das natürlich genau den Grund, dass ein reines Titan wesentlich leichter zu bearbeiten ist als ein Grad 5 Titan, wenn es um Bohrungen geht, wenn es um Gewinde geht oder sonst irgendwas. Sinn macht es wirklich nur mit einem Grad 5 Titan, weil genau dann kannst du die ganzen Obertöne erhalten und hast alle Eigenschaften, die man von einem guten Ton erwartet. Im Vergleich dazu, so, da passiert nichts. Das ist zwar schwingungsfähig, also, oder diese Kevlar-Henkelsaiten, nicht? Die sind zwar schwingungsfähig, aber die Obertöne füllen einfach, weil das kann es nicht transportieren. Wie sehr das Material schwingt und wie lang das schwingt, das hat man auch bei diesen Mundstickeln gesehen aus Titan, die wir auch mal sozusagen patentiert haben. Da war die Schwierigkeit bei bestimmten Musikern, dass das so gut schwingt, das Material, dass die Lippen durch diese feinen Vibrationen, wenn man länger spielt, sogar ein bisschen taub werden. Man braucht sozusagen sie nicht einblasen und hat sofort einen guten Ansatz, sprechen wahnsinnig leicht an. Aber genau das ist sozusagen ein Punkt, der halt negativ war. Das spielt jetzt auch bei Streichinstrumentbestandteilen keine Rolle, aber bei einem Mundstück merkt man es natürlich schon. Und jetzt kommen wir zum Teil 3. Dadurch, dass das Material, das Grad 5, so hochfest ist, kann man natürlich auch sehr zart konstruieren. Das heißt, ich bin in der Lage, damit, ich sage jetzt einmal mit unterschiedlichen Feinstimmer von der Dimensionierung her, auch unterschiedliche Frequenzen zu begünstigen, beziehungsweise halt nicht zu begünstigen. Das ist letztendlich das, was man dann, wenn man sowas kauft, über die Homepage auch konfigurieren kann. Das heißt, man kann entweder einen warmen, runden Ton erzeugen mit Obertönen und Brillanz. Und man kann natürlich auch einen wirklich sehr kraftvollen, brillanten Ton erzeugen, nur über die Bestandteile. Und zwar man kann mit dem Zeug, mit dem richtigen Stachelstab, mit einem richtigen Feinstimmer und, kann man viel mehr machen und einstellen, als man es mit einem Steg oder mit einem Stimmstock machen kann. Dass ein Steg und ein Stimmstock einmal funktionieren muss und richtig sind, davon gehe ich aus und das setze ich ja voraus. Ja? Also, dass das Instrument einmal mechanisch funktioniert. Nur, alles, was ein Instrument prinzipiell kann und was dann durch, sagen wir mal, unglückliche Montagen kaputt bzw. gedämpft wird, das kann man natürlich schon umgehen, indem man da vernünftige Bestandteile nimmt. Und die Unterschiede sind wirklich gewaltig. Wobei man auch klar dazu sagen muss, je tiefer die Frequenzen runtergehen, also bei einer Bratschen, bei einem Cello und bei einem Kontrabass, macht es natürlich immer mehr aus. Weil je tiefer ein Ton ist, desto eher wird er sozusagen ein bisschen mulmiger und weniger klar. Und genau das passiert mit den Titanbestandteilen, dass sie da alles, was im Instrument drinnen ist, rausholen. Wie gesagt, wenn ich ein scharf klingendes Instrument habe, weil es einen relativ harten Lack hat und, dann kann ich das qualitativ verbessern, indem ich weicher, runder klingendere Bestandteile aufgebe. Habe ich ein Instrument, das vom Klang her ein bisschen müde ist, ja, dann kann ich das über die brillante Variante sozusagen zu einem sehr guten Ergebnis bringen. Ja. Also es kommt immer auf diese Kombination an, was
Hobby für Instrument? Was habe ich für klangliche Erwartung? Und welche Bestandteile gebe ich auf? Wenn ich natürlich sozusagen jetzt ein Instrument habe, wo nicht viel was rauskommt. Und ich will das auch gar nicht. Es gibt ja so Leute, die spielen so nach dem Motto, nicht auffallen, dann kann man nicht reinfallen. Für die ist es natürlich nicht ideal, wenn sie dann hörbarer werden. Auch in den Orchester, da gibt es dann immer wieder so diese Randgruppen, werden ironischerweise auch dann und wann als Statisten bezeichnet. Da will man nicht wirklich, dass man die hört. Aber es gibt auch sehr viele Musiker, und davon habe ich Gott sei Dank ganz viel, die wollen, dass man das, was sie kennen, was sie geübt haben, was sie spielen können, was sie beherrschen, dass man das wirklich hört. Und die brauchen dann genau sowas. So einfach ist es. Also, das war's fürs heutige Video. Kurze Zusammenfassung. Wenn wir von Titan reden, Titan ist nicht gleich Titan. Das heißt, es gibt nur, sagen wir mal, eine richtige Legierung, die wirklich die ganzen Eigenschaften hat, die man braucht. Das ist das Grad 5 Titan. Das nächste ist, wie leicht bringe ich was in Schwingung und wie lang kalt ist in Schwingung. Das ist die Eigenschaft, die halt mit diesem E-Modul, mit dieser Dichte zusammenhängt. Und der Härte vor allem. Ja? Und das dritte ist dann, dadurch, dass es so hochfest ist, das Material, lassen sich Bauteile konstruieren, die ganz bestimmte Klangeigenschaften haben. Was wiederum für die Optimierung von einem Instrument ganz wesentlich ist. Weil es zum Instrument und zur Erwartung, was hätte ich am Schluss gerne an Klang, passen muss. Und wie erwähnt, man Homepage fertig, kann man dort einfach auch das konfigurieren und bestellen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare oder weitere Fragen habt, schreibt es gerne ein. Wir versuchen das in einer vernünftigen Zeit zu beantworten. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Pfiat euch! Was sind so die gängigsten Materialien aktuell? Ist es überhaupt nur Alu? Reden Leute noch von Alu-Feinstimmern oder ist es eh klar, dass es ein Mist ist? Ich habe nicht gewusst, wie der E-Modul von Carbon ist, aber Carbon scheint nur deswegen ein bisschen zu funktionieren, weil es so leicht ist. Genau. Weil der E-Modul ist bei Titan besser, die Härte ist bei Titan besser und das Gewicht ist bei Titan nicht ganz so gut, aber dadurch, dass die anderen zwei Eigenschaften so viel besser sind, Festigkeit sind bei beiden hoch. Ja, die Kombination macht es ungeschlagen. Ist es, genau, ja. Ungeschlagen. Es sei denn, du versaust da diese positiven Eigenschaften, die eine gescheite Grad 5 Legierung hat. Durch eine chinesische... Durch eine Mistlegierung. Durch eine chinesische Grad 12 Legierung oder so. Ah. Oder halt durch eine reine Titan, nicht, was die meisten nehmen. Ja, die Zugfestigkeit, ja. Das ist ein Drittel von dieser Legierung. Nicht? So nieder? Ja, rein Titan. Grad 2 Festigkeit. Mechanische Eigenschaften. Leck mich, Streckgrenze. 275 Zugfestigkeit ist wirklich 3,45. Ja, ich hab's so im Kopf. Der Product Manager oder Sales Manager, was hat er dann noch einen Kommentar noch hingeschrieben? Ja, es gibt ja viele Legierungen und die Länder haben alle verschiedene Regeln, wie sie was machen. Also er hat viel gelabert, aber auf keinen Fall gesagt, ja, tut mir leid, wir haben einen Mist und den bringen wir unter die Leute und vergrößern den Müllberg. Und das ist ja lustig. Du kannst ja dann bei Willhaben, habe ich schon zweimal gesehen, da verkauft jemand oder probiert jemand verkaufen, Titan-Cello-Feinstimmer. Das ist genau der Rahmen, den in China bestellt hat, wo dann draufkommt, das funktioniert nicht. Und da gibt es ja die noch geileren Typen, die einen Naumann kreieren für Aluminiumlegierung, wo sie das kornfeinendes Element Titan eingeben von 0,3% oder was und das nennen sie dann Titanal und das klingt schon, weil der Naumann klingt. Das, mir gefällt das. Ja. War das nicht so ein Seitenhersteller in einer größeren österreichischen Stadt? Nein, in einer größeren Stadt an der Donau. Ja, Stadt an der Donau. Ich habe mir ein bisschen Chinesisch gelernt und im Gegenzug habe ich Deutsch beigebracht. Und die sind nicht gleich gekommen mit einer chinesischen Weisheiten, die alle 5000 Jahre alt sind, so ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt gehen wir uns mal langsam am Arsch mit einer Weisheiten und jetzt servieren wir die steirischen Weisheiten. Liegt der Bauer tot im Zimmer, lebt er nimmer. Und das haben sie brav gelernt. Sie haben aber nicht kapiert, dass ich einfach nur ein Depp bin. Naja, aber da ist schon was dahinter. Also das hat alles Hand und Fuß. Wenn der Bauer verspricht, dass er eh bald unter der Erde ist, kann ich darauf nur sagen, leere Versprechungen. Ich will's sehen. Ja, da gibt's so Leute, die rennen dann herum. Ja, erst wenn ich unter der Erde bin. Und die dann, ja, wenn sie nicht wieder ausspuckt. Ich muss aber sagen, Alter, so, du hast den falschen Finger zum Nasenbein genommen. Bei Nasenbein auch geht.